Ja, dann geht's los, sehr geehrte Frau Professor Ryan, lieber Herr Professor Kircher, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr herzlich an diesem Dienstag zu unserer Thomas-Mann-Lecture der ETH Zürich. Mein Name ist Raphael Ball, ich bin Direktor der ETH-Bibliothek und freue mich, dass wie immer die Thomas-Mann-Lecture der ETH Zürich an der ETH-Bibliothek gemeinsam mit dem Thomas-Mann-Archiv und dem Lehrstuhl für Literaturwissenschaft an der ETH Zürich von Professor Kircher angeboten wird. Nur zu gerne hätte ich Sie heute physisch hier begrüßt, vielleicht sogar in unserer wunderschönen historischen Semperaula, und ich hätte Sie so gerne im Anschluss an den Festvortrag zu einem Apéro und einem gemeinsamen Gespräch zum Thema und zu unserem Vortrag eingeladen. Doch Corona lässt auch in diesem Jahr ein physisches Treffen nicht zu, insbesondere wenn man über die Grenzen oder gar über den Atlantik hätte reisen müssen. Wir konzentrieren uns deshalb umso mehr auf die reinen Inhalte und werden all jene Seiten, meine Damen und Herren, jene Seiten menschlichen Miteinanders, die für uns nicht minder wichtig sind und die wir für besonders wertvoll erachten, auf bessere Zeiten verschieben. Meine Damen und Herren, die notgedrungene Reduktion unseres Programms auf der einen Seite wollen wir kompensieren mit einem Zusatzangebot auf der anderen. Erstmals wird die Thomas-Mann-Lecture der ETH Zürich zweisprachig angeboten. Sie haben also die Wahl, ob Sie den heutigen Festvortrag in deutscher Sprache oder in englischer Simultanübersetzung hören möchten. Wir erweitern auf diese Weise unser Angebot über die Sprachgrenzen und über Landesgrenzen hinweg. Und wir grüßen an dieser Stelle unsere Kolleginnen und Kollegen des länderübergreifenden Netzwerks Thomas Mann International ganz besonders herzlich und heißen alle Thomas Mann Interessierten weltweit zu unserem heutigen Vortrag willkommen. Meine Damen und Herren, es ist mir eine besondere Freude und eine Ehre, dass wir für die fünfte Thomas-Mann-Lecture heute Frau Professor Judith Ryan von der Harvard University gewinnen konnten. Mit ihrem Vortragsthema Thomas Mann und die Massenpsychologie untersucht sie ein Thema, das auch für uns in der heutigen Zeit von ganz besonderer, ja fast schon unheimlicher Aktualität und Dringlichkeit ist. Sie schlägt dabei für uns den Bogen über das Gesamtwerk Thomas Manns. Ein Text aber von Thomas Mann darf dabei natürlich nicht fehlen. Es ist Thomas Manns Novelle Mario und der Zauberer aus dem Jahre 1930, die im faschistischen Italien spielt und vor dem Hintergrund des massenmobilisierenden Faschismus in ganz Europa steht. Frau Professor Ryan nimmt für uns aber nicht nur diese dezidiert politische Novelle in den Blick, nein, sie überrascht auch mit einem sehr viel weiter gefassten Ansatz der Thomas Manns Beschäftigung mit dem Phänomen der Massenpsychologie vom Frühwerk bis ins Spätwerk nachgeht. Auf Ihre Ergebnisse und Ihren Vortrag bin ich persönlich gerade vor dem Hintergrund der heutigen Zeit sehr gespannt und begrüße Sie, liebe Frau Professor Ryan, herzlich in Harvard von Zürich aus. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Dank gilt heute Abend natürlich Professor Andreas Kircher für die Mitgestaltung des Programms als Kuratoriumspräsident des Thomas-Mann-Archivs. Mein Dank gilt aber auch der Leiterin des Thomas-Mann-Archivs, Katrin Bedernick, ebenso wie den Kolleginnen Michael Baumann und Gabi Holländer für die Unterstützung, Vorbereitung, Technik und Organisation dieses Events. Für die Einleitung und für die Vorstellung der Referentin gebe ich nur das Wort an den Kuratoriumspräsidenten des Thomas-Mann-Archivs, Professor Kircher. Bitte schön, Herr Kircher, Ihr Wort. Ja, vielen Dank, Herr Ball. Auch ich, meine sehr verehrten Damen und Herren, möchte Sie ganz herzlich zu dieser fünften Thomas-Mann-Lecture an der ETH Zürich begrüßen. Ich freue mich, dass Sie auch in diesem virtuellen Medium dabei sind, obwohl auch ich natürlich Sie sehr viel lieber hier live begrüßt hätte. Aber nun senden wir noch einmal live und ich bin sicher, dass das dem Inhalt der Lecture nichts anhaben wird. Denn ich darf Ihnen heute eine herausragende Referentin vorstellen, Judith Ryan. Liebe Judith Ryan, ich begrüße auch ich Sie herzlich von Zürich aus nach Cambridge an die Harvard University. Hi, good to have you here in Zurich.
Es ist eine sehr große Freude und Ehre, dass Sie unsere Einladung nach Zürich angenommen haben und Ihre Überlegung zu Thomas Mann und der Massenpsychologie an dieser Mann-Lecture präsentieren wollen. Manche unter Ihnen werden Judith Ryan schon kennen. Ich möchte sie natürlich trotzdem vorstellen. Judith Ryan ist seit 1985 Professorin für deutsche und vergleichende Literatur an der University of Harvard. Bevor sie an die Harvard University gelangte, unterrichtete sie als Germanistik- und Komparatistin am Smith College in Northampton, Massachusetts. Während dieser Jahre hatte sie viele wichtige Leitungsfunktionen inne, namentlich in Harvard. Zugleich war sie ein leitendes Mitglied für die USA, in der für die USA eminent wichtigen Modern Language Association, MLA, sowie der Northeast Modern Language Association, wo sie diverse Komitees leitete. Daneben war sie auch Präsidentin der Modern Humanities, des Modern Humanities Research Council und ist im Editorial Board mehrerer wichtiger literaturwissenschaftlicher Zeitschriften, unter anderem des German Quarterly. Besonders betonen möchte ich zudem Judith Ryans Engagement als Vizepräsidentin und ab 1998 Präsidentin der amerikanischen Kafka Society, ein Thema, das mir natürlich besonders am Herzen liegt. Ich glaube, auf diesem Weg haben wir uns auch kennengelernt zum Stichwort Kafka. Wie sehr Ihre Arbeit geachtet wird, zeigt sich auch an den zahlreichen Auszeichnungen, die sie erhalten hat, darunter den Alexander von Humboldt Forschungspreis sowie auch Einladungen auf Gastprofessuren. Judith Ryan ist eine große Expertin der deutschen und auch vergleichenden Literatur des modernen 19. und 20. Jahrhunderts, im Besonderen mit dem Schwerpunkt auf Lyrik, auf Kolonialliteratur, dann historisch die Nachkriegsliteratur bis hin zur zeitgenössischen, zur Gegenwartsliteratur. Sie hat gearbeitet zu Kafka, zu Hermann Broch, zu Paul Celan, zu Christa Wolf, zu Günter Grass, Durst Grünbein, W.G. Sebald und natürlich hat sie auch zu Thomas Mann gearbeitet. Unter anderem erschien 2002 ihr großer Beitrag Buddenbrooks Between Realism and Aestheticism in dem von Richie Robertson herausgegebenen Cambridge Companion zu Thomas Mann. Ich nenne Richie Robertson auch deshalb, weil er unser letzter Leser in der Thomas Mann Lecture war. Mit Blick auf die Thematik der heutigen Vorlesung möchte ich zudem diejenigen Arbeiten hervorheben, in denen sich Judith Ryan mit der Frage der Verflechtung moderner Psychologie und Literatur auseinandergesetzt hat. Das gilt etwa für die Monographie The Vanishing Subject, Early Psychology and Literary Modernism von 1991, in der sich Judith Ryan fächerübergreifend und intertextuell mit dem Verhältnis von Englisch, Französisch und deutschsprachigen Autoren und Autorinnen zwischen ca. 1870 und 1940 zur Psychologie auseinandergesetzt hat. Einschlägig interessant ist aber vor allem auch die Analyse von Hermann Brochs hochkomplexen politisch-psychologischen Opus Magnum, dem sogenannten Massenwahn-Projekt. Jüngst noch erschien dazu der Artikel Hermann Brochs Massenwahn-Projekt and its relevance in our times in einem anderen Companion, nur dem Companion to the Works of Hermann Broch 2019. Also nicht nur in Deutschland, auch in den USA werden gerne Handbücher produziert in diesen Tagen mit wichtigen Beiträgen. Hermann Broch war auch einer der Autoren, mit denen Thomas Mann korrespondierte und nicht zuletzt auch waren sie ab 1938 quasi Nachbarn in Princeton. Trotz mancher Differenzen einte die beiden auch das frühe Misstrauen gegenüber der Manipulation der Massen, wie sie sich schon in den 20er Jahren abzeichnete und im Nationalsozialismus zum Erfolgsmodell wurde. Massen waren bei Broch, Massenpsychologie bei Thomas Mann. Die Auseinandersetzung dieser Autoren mit massenpsychologischen Phänomenen ist also keineswegs Zufall, sondern, wie Mann treffend selber feststellte, Ausdruck einer erhöhten, geradezu seismografischen Sensibilität gegenüber Fragen der Öffentlichkeit. Im Übrigen waren die beiden Schriftsteller auch keineswegs allein mit dieser Frage. Auch und gerade die Mitglieder des ebenfalls ins amerikanische Exil emigrierten
Instituts für Sozialforschung arbeitenden an der Erforschung der Massenpsychologie als Teil einer Theorie des Faschismus, unter ihnen etwa Theodor W. Adorno und Erich Fromm. Judith Ryan wird diese Frage nun vor allem ausgehend von Thomas Manns Novelle Mario und der Zauberer von 1930 zur Diskussion stellen. Sie wird aber eben, wie wir gerade schon von Herrn Ball angekündigt gehört haben, nicht nur an diesem Text zeigen, wie sich Mann exemplarisch mit massenpsychologischen Erscheinungen auseinandergesetzt sondern auch aufzeigen, wie er bereits in seinem Roman Die Buddenbrooks von 1901 Ansätze zum Verständnis kollektiven Verhaltens erkennen ließ. Aber mehr will und brauche ich natürlich nicht zu orakeln, was Judith Ryan gleich ausführen wird. Liebe Judith, es bleibt nur zu sagen, dass wir uns sehr auf den Vortrag freuen. Gerne übergebe ich Ihnen gleich das Wort, will aber auch von meiner Seite noch kurz und einen großen Dank aussprechen an die ETH-Bibliothek, an den Direktor Raphael Ball, den wir gerade gehört haben, der diese Lectures als öffentliche Arbeit des hiesigen Thomas-Mann-Archivs unterstützt und trägt, sowie aber auch eben den Mitarbeiterinnen des Thomas-Mann-Archivs, die diese Vorlesung mitorganisiert haben, allen voran der Leiterin Katrin Benedik, aber auch Gabriele Holländer und allen anderen, die hier mit beteiligt waren. Also auch von meiner Seite an dieses Team ganz herzlichen Dank. Und nun, liebe Judith, the floor is yours. Ja, sehr geehrter Herr Dr. Ball, sehr geehrter Herr Professor Kirche, meine Damen und Herren. Zunächst möchte ich mich sehr herzlich für die Ehre bedanken, im Rahmen dieser hervorragenden Vortragsreihe sprechen zu dürfen. Die Möglichkeit, das Thema Thomas Mann und die Massenpsychologie zu behandeln, erlaubt mir ein langjähriges Interesse für die Zusammenhänge zwischen Literatur und Psychologie zu erweitern. Eine besonders erfreuliche Situation für eine Literaturwissenschaftlerin. Für diese freundliche Einleitung von Herrn Kelcher bedanke ich mich ebenfalls sehr herzlich. Vor allem, dass er auch Kafka erwähnt hat und nicht nur so schwerwiegenden Autoren wie Bloch, den er natürlich erwähnen musste in diesem Zusammenhang. Aber es ist natürlich sehr schön, einen etwas anderen Kontext zu hören. Hat Kafka überhaupt etwas über die Massenpsychologie gewusst? Ich muss das mir überlegen. Bei dieser Gelegenheit dürfen zwei Kolleginnen an der ETH Zürich nicht vergessen werden. Frau Dr. Katrin Bedenig und Frau Gabriele Holländer, die für den Erfolg dieses Projekts eine unerlässliche Rolle gespielt haben. Mit ihrer Hilfe in Zusammenarbeit mit anderen Kollegen an der ETH ist auch der Flyer einer faszinierenden Montage von Dokumenten des Thomas-Mann-Archivs aus den Jahren um 1930 für den Vortrag zustande gekommen. Ihnen allen gilt mein aufrichtiger Dank. Bei der Wahl des Themas Thomas Mann und die Massenpsychologie wird ein wenig betretener Weg in der Thomas-Mann-Forschung erschlossen, von dem ich hoffe, nicht nur einen unbekannten Aspekt der intellektuellen und literarischen Entwicklung des Nobelpreisträgers beleuchten zu können, sondern auch dessen außerordentliches Gespür für die neuen Denkmuster seiner Epoche. Streng genommen zählt das Wort Massenpsychologie nicht zum bekannten Vokabular von Thomas Mann, aber er scheint schon früh mit verwandten Vorstellungen vertraut gewesen zu sein. Wie die meisten seiner Zeitgenossen hatte er wahrscheinlich Kenntnisse des großen französischen Sozialpsychologen Gustave Le Bon, dessen bahnbrechendes Buch Psychologie des Foules 1895 in Paris erschienen war. Das französische Wort Foule bedeutet Menschenmenge. Der rasche Erfolg des Buches führte bald zu Übersetzungen in vielen Sprachen.
von denen die Deutsche 1908 unter dem Titel Psychologie der Massen veröffentlicht wurde. Diese Übersetzung führte dazu, dass Le Bon in den deutschsprachigen Ländern bald als Vater der Massenpsychologie galt. Das ist natürlich, wie ich auch später erwähnen werde, eine ganz andere Art von Massenpsychologie als bei Hermann Broch. Der Leitgedanke von Le Bons Buch Psychologie des Fools war die Vorstellung einer Seele, die sich innerhalb größerer Menschenmenge entwickle. Der Begriff der Menschenseele wurde enthusiastisch begrüßt und verbreitete sich rasch in der Öffentlichkeit. Le Bon behauptete auch, dass jeden Menschenmenge eine Contagion, Ansteckung bewirke, sodass Teilnehmer, die sich sonst als Individuen angesehen hätten, sich in der Menge als quasi anonym und deswegen leicht beeinflussbar fühlten. In diesem Sinne behauptete Le Bon, dass eine Menschenmenge den Einzelnen in einen hypnotischen Bann halte. Ich komme bald wieder darauf zurück. Seit dem ersten internationalen Erfolg von Le Bons psychologischen Theorien ist viel Tinte über die Frage verschüttet worden, inwieweit die Begriffe Masse, Group, Crowd, Menschenmenge, ich habe das Wort Mob auch vergessen, als zulässige Übersetzungen von Le Bons Konzeption der Fool verwendbar seien. Das dürfte nicht überraschen. Denn es ist fast immer der Fall, dass sogenannte Synonyme sich semantisch nicht ganz decken. In dieser Vortragsserie benutzen wir zwei Hauptsprachen, Deutsch und Englisch. In diesen beiden Sprachen haben sich jeweils zwei Begriffe als Übersetzungen für Le Bons Psychologie des Fools eingebürgert. Auf Deutsch Massenpsychologie und auf Englisch Crowd Psychology. Die beiden Flyers benutzen die bekannten Termini aus beiden Sprachen. Hören Sie bitte, wenn möglich, bei meinen folgenden Ausführungen immer beides, Masse und Crowd. Bei Thomas Mann lassen sich zwei Phasen seines Verständnisses der Psychologie von Menschen in der von ihm beschriebenen Gesellschaft beobachten. Aber er versteht sie jenseits einer theoretischen Sozialpsychologie. Die erste Phase ist, wie ich hier zeigen möchte, eine Phase der Beobachtung und Intuition, die für so etwas wie eine Massenpsychologie in den frühen Werken eine Grundlage bereiten. Am deutlichsten zeichnet sich diese Phase in Manns Erstlingsroman Buddenbrooks 1901 ab, aus dem wir zwei charakteristische Stellen unter die Lupe nehmen werden. In beiden Fällen handelt es sich um Gedankengänge, die der Theorie Le Bons nahestehen. Die zweite Phase von Thomas Manns Beschäftigung mit der Massenpsychologie findet ihren Niederschlag, wie erwähnt, in seiner Erzählung Mario und der Zauberer 1930, wo er weitere Folgen der Gedanken von Le Bon ausarbeitet, diesmal aufgrund einer intensiven Beschäftigung mit Schriften von Sigmund Freud. Für diese Phase bei Thomas Mann werde ich in den großen Linien dem Gedankengang von Freuds Aufsatz Massenpsychologie und Ich-Analyse 1921 folgen. In diesem Lemmingen-Aufsatz beschreibt Freud das reziproke Verhältnis zwischen dem individuellen Menschen und der sogenannten Masse. Anders als gemeinhin angenommen, geht es in diesem Aufsatz nicht darum, den Druck der Masse auf den Einzelnen zu untersuchen, sondern darum, die Impulse zu erkennen, die dazu führen, dass der individuelle Mensch sich selber neu reflektiert und so zu einer oft unerwarteten Selbstanalyse gelangt. In Massenpsychologie und Ich-Analyse zitiert Freud ausführlich aus Le Bons Psychologie der Massen.
Freud's Doppeltitel deutet darauf hin, dass sich die Masse auf der einen Seite und die Ich-Analyse auf der anderen Seite die Waage halten. In diesem Vortrag möchte ich die Entwicklung dieser Gedanken anhand von Thomas Manns literarischen Werken verfolgen. Der Vortrag orientiert sich also an der Reihenfolge von drei Werken Thomas Manns: Buddenbrooks 1901, Mario und der Zauberer 1930, Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull, die späten Entwürfe 1953 bis 1954. Ich hoffe, in einer längeren Fassung des Vortrags der Zauberberg wieder aufzunehmen, wie ursprünglich geplant. Glücklicherweise hat Richie Robertson, mein Vorgänger in dieser Lecture-Reihe, eine bedeutende Analyse von aufklärerischen und anti-aufklärerischen Positionen in der Zauberberg gegeben, die man in aufgezeichneter Form auf der Website des Archivs nachhören kann. Im letzten Teil des Vortrags werfe ich einen sehr kurzen Blick auf eine dritte Phase in Manns Denken zur Massenpsychologie. Eine Phase, in der bekannte Theoretiker und sonstige gesellschaftliche Normen zugunsten einer fantastischen Weltreise zurückgelassen werden. Hier kommt eine ganz neue Logik zustande, die näher intellektuell als sozial geprägt wird. Die leitende Frage lautet dabei: Ist es wirklich möglich, ein Doppelleben zu fühlen? Aus einer gesellschaftlichen Reflexion wird für Felix eine unerwartet harte Nuss der Logik. Bevor ich jedoch zu den drei Schlüsseltexten Manns komme, lassen Sie mich nicht bitte kurz auf Hermann Broch eingehen. Sein Broch-Projekt, eine umfangreiche Arbeit zum Massenwahn, war ausdrücklich ein Versuch, den Machtantritt der Nationalsozialisten in den Griff zu bekommen und auch zu sehen, wie man das vielleicht in der Zukunft verhindern könnte. Also in der Hoffnung, dass man das verhindern könnte. Also, ich möchte jetzt zu Thomas Mann übergehen. Können wir dafür vielleicht ein bisschen schneller runter? Thomas Mann nimmt einen ganz anderen Weg zu solchen Überlegungen. Und er tut das kennzeichnenderweise mit ausgesprochen literarischen Mitteln. Mit der von mir bereits angesprochenen ersten Phase seines Verständnisses der Psychologie von Menschen innerhalb gesellschaftlicher Kontexte springe ich zurück in unschuldigeren Zeiten. Was die Massenpsychologie in einem allgemeineren Sinne betrifft, hatte Thomas Mann schon im Roman Buddenbrooks erste Schritte unternommen, so etwas wie eine eigenständige Sozialpsychologie in Miniaturform auszuarbeiten. Um mit Manns in Buddenbrooks Roman dargestellten Beobachtungen zu so etwas wie einer Massenpsychologie im Sinne von Gustave Le Bon zu erkennen, brauchen wir nur die überraschenden Gefühls- und Meinungsänderungen von Tony Buddenbrook ins Auge zu fassen, um festzustellen, wie sorgfältig Thomas Mann dieses Phänomen in literarischer Form wiedergibt. Sie werden sich erinnern, dass Tony mit vollem Namen Antonia Buddenbrook als zweites Kind ihrer Eltern zwischen ihren beiden Brüdern Thomas und Christian zur Welt kam. Von ihren Eltern wird Toni wegen ihrer unkonventionellen und nicht immer sehr taktvollen Äußerungen wiederholt zurechtgewiesen. Als sie schon mit 15 Jahren einen Flirt mit einem Gymnasiasten anfängt, entscheiden sich die Eltern,
Toni in strengerer Obhut, nämlich in Therese Weichbrods Pension, zu geben. Als Beispiel für Tonis Erlebnisse im Internat soll hier eine kennzeichnende kleine Szene kurz betrachtet werden. Wie andere Szenen auch, handelt es sich hier um eine Art Vorausschau, die die breitere Geschichte mit den individuellen Gestalten verbindet. Drei der Schülerinnen schließen aufgrund ihres gemeinsamen Unterrichts und des geteilten großen Schlafraums einen Freundschaftsbund. Bei einem abendlichen Gespräch vorm zu Bett gehen, stellt sich jedoch heraus, dass die drei Schülerinnen über das für junge Frauen in ihrem Alter und vor allem in dem Zeitalter höchst spannende Thema der Heirat keineswegs einer Meinung sind, trotz des Freundschaftsbundes. Armgard von Schilling träumt davon, einen adligen Gutsbesitzer auf dem Land zu heiraten. Toni Buddenbrook behauptet, sie werde selbstverständlich einen reichen Kaufmann heiraten. Wohingegen Gerda Arnoldsen erklärt, möglicherweise einen ganz anderen Weg als die anderen jungen Frauen zu nehmen. Ich werde wahrscheinlich nicht heiraten. Das sind komplizierte Zeiten. Deutlich wird an dieser Vignette, wie sorgfältig Thomas Mann mit wenigen Strichen die Balance zwischen der vom Freundschaftsbund zusammengehaltenen Gruppe und den individuellen jungen Frauen skizziert. Im Gegensatz zu Le Bon beschreibt Thomas Mann meistens kleinere Gruppen, was in diesem Fall eine Ausdifferenzierung der drei Meinungen ermöglicht. In diesem Zusammenhang klingt Gerdas Aussage abenteuerlich und vielleicht etwas exotisch. Gerda ist eine begabte Violinistin, die durchaus eine Karriere auf der Konzertbühne hätte wählen können. Aber letzten Endes heiratet sie Tonis Bruder Thomas. Als zweites Beispiel der Präsenz einer Massenpsychologie im Roman Buddenbrooks möchte ich die Darstellung der Sommerferien in Travemünde untersuchen. Um Toni vor dem Klatsch der anderen Sommerfrischler zu schützen, sorgt ihr Vater dafür, dass sie als Gast im Haus des Lotsenkommandeurs und dessen Frau aufgenommen wird. Anhand des Travemünde-Kapitels möchte ich nun zeigen, wie sorgfältig Thomas Mann das Verhältnis zwischen Individuum und Gruppe zeichnet und Le Bon's Massenpsychologie weniger übernimmt, als mit subtilen Verfeinerungen und ironischen Brechungen zu einem wichtigen Faden der Romanstruktur bestimmt. Das Travemünde-Kapitel kommt mir fast wie eine Schullektion zu Le Bon's Massenpsychologie vor. Mit Morten Schwarzkopf als Gegenspieler zu den städtisch eleganten Kurgästen trifft Thomas Mann eine äußerst glückliche Wahl. Mit Morten also positioniert er einen jungen Menschen in der Handlung, dessen soziale Identität noch nicht fest etabliert ist und der noch zur neuen, heraufkommenden Generation zählt. In den Ferien ist Morten einfach der Sohn des Lotsenkommandeurs in Travemünde. Aber sonst studiert er in Göttingen Medizin. So sitzt er gesellschaftlich zwischen zwei Stühlen. Außerdem gehört er einer Burschenschaft an, einer Gruppe also, die seine sozialistischen Meinungen stark beeinflusst. Im Gegensatz zu Toni bleibt Morten in Travemünde ein Außenseiter, der sich von den Kurgästen am Strand auf Distanz hält und lieber auf den Steinen sitzt. Als er sich jedoch eines Morgens entschließt, Toni, Zitat, ein bisschen zum Seetempel zu begleiten, hat er nicht nur einen romantischen Spaziergang im Sinn, sondern möchte auch das Fräulein aus der Stadt in seine neuen politischen Gedanken einweihen.
Im Seetempel sitzt er also mit Toni in einer kleinen, auf das Meer hinausblickenden Umkleidekabine und beantwortet Tonis Fragen nach einem Schiff mit Tagelwerk in der Ferne. Es handelt sich dabei um ein Schiff, das von Preußen nach Russland fährt. Plötzlich holt Walton ein schmales Band hervor, das ihn als Mitglied einer politischen Gruppe ausweist, deren Ziele darin bestehen, die Klassengesellschaft abzubauen. Im Zusammenhang mit seiner Burschenschaft spricht Martin begeistert von den Freiheitsbestrebungen in Russland, die allmählich auch in deutschen Ländern Resonanz finden. Nicht so in Preußen jedoch, wo der damalige König Friedrich Wilhelm IV. Sehr oppressive, antiliberale Meinungen vertrete. Bei seiner Begeisterung für die sozialen Ziele der Burschenschaft erscheint es Morten nicht einmal als nötig, das Wort Freiheit näher zu bestimmen. Am Schluss der Szene im Seetempo schauen die beiden jungen Menschen in die Ferne. Und Toni glaubte plötzlich einig zu sein mit Morten in einem großen, unbestimmten, ahnungsvollen und sehnsüchtigen Verständnis dessen, was Freiheit bedeutete. Der Erzähler entlarvt hier mit charakteristischer Ironie die Möglichkeit, dass auch eine sehr kleine Gruppe, Morten und Toni mit der Burschenschaft als versteckte Rückenstütze, für eine Masse einstehen kann, und dass die Formung einer Gruppe nicht unbedingt zur Bildung einheitlicher Meinungen führt. Wir wissen, dass Toni nach der Rückkehr von Travemünde das Datum ihrer Verlobung mit Mendix Gröhlich nicht etwa mit Morten Schwarzkopf mit Tinte in die Familienchronik einträgt. Ich komme jetzt zu einem etwas komplizierteren Aspekt des heutigen Themas, nämlich Manns mögliche Kenntnisse von Freuds 1921 erschienenem Aufsatz Massenpsychologie und Ich-Analyse. Wie wir gerade gesehen haben, zeigen Manns eigenständige Überlegungen zum Verhältnis zwischen dem Individuellen und einer größeren sozialen Gruppe schon in seinem ersten Roman Buddenbrooks. Wir sehen, dass es sich bereits zwei Jahrzehnte vor dem Erscheinen des Freudschen Aufsatzes mit ähnlichen Ideen beschäftigte. Wenden wir uns nun der Erzählung Mario und der Zauberer zu, einem Text, der mit Recht als exemplarisch für Manns Beschäftigung mit der Massenpsychologie angesehen wird. Durch Anspielungen auf Mussolini und die italienischen Faschisten lässt der Erzähler seine Sorgen um die Verbreitung solcher Massenbewegungen deutlich werden. Aber er lenkt auch immer wieder zu anderen Themen ab. Inwiefern findet sich Spuren der von Freud postulierten Spannung zwischen der Masse und der Selbstanalyse der Ist im Mario-Text? Zunächst wird es nötig sein, Freuds eigene Beschreibung der betreffenden Problematik näher zu betrachten, die im allerersten Satz des Aufsatzes als einen Gegensatz von Individual- und Sozial- oder Massenpsychologie definiert. Mit dieser etwas breiten Formulierung wird evident, dass Freuds Betrachtungen sich im Rahmen einer ganz anderen Vorstellung der Gruppe bewegen als diejenige Le Bon's. Obgleich Freud von Le Bon's Konzeption der Massenseele ausgeht, die im zweiten Abschnitt seines Aufsatzes ausführlich herangezogen und kritisch unter der Lupe genommen wird, kommt er am Ende seines Aufsatzes zum Schluss, dass, Zitat, Le Bon den Zustand des Individuums in der Masse wirklich für einen hypnotischen erklärt und nicht etwa bloß mit einem solchen vergleicht. Es ist also eine Wirklichkeit, die Hypnose, und nicht eine Metapher.
Darüber hinaus behauptet Freud im Gegensatz zu Le Bon, dass die Arbeit in Gruppen nicht nur zur Ausbildung von einheitlichen Meinungen führe, sondern paradoxerweise gleichzeitig Impulse auslöse, sich von der Gruppe unterscheiden zu wollen. Mit anderen Worten, über das eigene Ich neu zu reflektieren und es gewissermaßen zu analysieren. In diesem Sinne sehe ich die ganze Erzählung Mario und der Zauberer aus einer Ich-Analyse des Erzählers. Thomas Mann macht keinen Hehl daraus, dass die Erzählung in der Hauptsache in einem eigenen Ferienerlebnis wurzelt. Aber aus seiner Korrespondenz wissen wir auch, dass es seine ältere Tochter Erika war, der die Erzählung ihre endgültige Form gegeben hat, nämlich die Struktur des tragischen Reiseerlebnisses. Das ist natürlich der Untertitel der endlichen Form des, der Erzählung. Das überraschende Ende mit Schrecken, also die Ermordung des Zauberers durch Mario, erhält durch Erika Manns Vorschlag eine Ambivalenz, die ihrerseits weitere Fragen entstehen lässt. Wir werden doppelt überrascht. Zunächst, weil wir weder ahnen, dass Mario eine Pistole mit sich führt, noch erwarten können, dass er sie benutzen würde, um Cipolla zu töten. Obwohl Thomas Mann für Mario und der Zauberer zunächst die Gattungsbezeichnung Novelle benutzte, ging er bald zum Terminus Erzählung über. So findet man diesen Text im Band später Erzählungen in der großen kommentierten Frankfurter Ausgabe vor. Rhetorisch gesehen handelt es sich beim Mario-Text um eine viel ältere Gattung, und zwar um eine Apologie, eine Gattung, die auf Plato zurückgeht. Schon in den ersten Sätzen der Erzählung herrscht ein apologetischer Ton vor, wenn der Erzähler sein Bedauern darüber äußert, dass er und seine Frau die Kinder nicht früher ins Bett gebracht hätten. Der schreckliche Cipolla, der einem aufgeregten und unruhigen Publikum eine Auswahl verschiedener Unterhaltungen hervorgegaukelt hatte, ist in den Augen des Erzählers nicht allein an der Katastrophe schuld. Denn das ungewöhnlich heiße Wetter habe dabei auch eine Rolle gespielt. Wie immer bei Thomas Mann lohnt es sich, den genauen Wortlaut seiner Prosa zu beachten. Zitat: Die Hitze war unmäßig. Soll ich das anführen? Schon das Verb anführen deutet auf einen Versuch, nicht allein die Verantwortung für die politisch und kulturell gefährlichen Tendenzen der Abendunterhaltung zu tragen. Bei der Aufführung des Zauberers scheint der Spieß umzudrehen, hauptsächlich weil er seine Art, mit dem Publikum umzugehen, deutliche Ähnlichkeiten mit den italienischen Faschisten aufweist. Durch eine Mischung von Scherzen und Herausforderungen gelingt es Cipolla, die immer wieder laut dazwischenredenden jungen Leute gleichsam wie Tiere zu zähmen, wie das durch seine schwingende Reichpeitsche hervorgehoben wird, sehr zu schwingen. Die jungen Leute wetteifern zwar mit Cipolla, aber sie liefern ihm auch Informationen, von denen er sonst keine Ahnung hätte. Bei seinem Umgang mit Mario wird das deutlich, und zwar im Dialog zwischen Cipolla und Mario über dessen Arbeit während der Tages. Nun, an dieser Stelle möchte ich die einzige erhaltene Manuskriptseite zeigen. Es handelt sich, ja, sehr schön, es handelt sich um eine einzige Manuskriptseite. Wir haben sonst keine anderen Seiten aus diesem Text. Ich weiß nicht warum. Zwei Stellen möchte ich hier aufgreifen. Erstens Zeile 1, ganz oben natürlich, wie immer bei Zeile 1, welche die zweite Hälfte
von Schipollas Frage nach Marios Arbeit während des Tages. Und zweitens Zeile 5 von unten, wo Mario bei seinen Antworten kühne wird. Keine Angst, auch ich kann die alte deutsche Kurrentschrift nicht fließend lesen. Wir werden am Schluss keine Prüfung halten. Wir blicken zunächst einmal auf, ich weiß nicht, ob kann ich also wirklich da diese Zeile aufzeigen, nein, das klappt eigentlich nicht. Aber schlimm ist es nicht. Schipolla fragt, ob Mario tagsüber in einem Kurzwarengeschäft arbeite. Und Sie sehen, das letzte Wort da ist Kurzwarengeschäft. In einem Café, antwortet der Junge. Und wir sehen hier, meines Erachtens nach, sehen wir hier, dass Mario immer wieder ein klein bisschen Resistenz machen möchte gegen die Vermutungen von Schipolla. Als sich herausstellt, dass Mario nicht, wie Schipolla vermutet, in einem Kurzwarengeschäft arbeitet, sondern in einem Café, erzielt Schipolla einen Teil seines Erfolgs ausgerechnet durch seine Behauptung, er habe mit dem Vorschlag des Kurzwarengeschäfts daneben gehauen. So unterbietet er gleichsam sein sonstiges Imponiergehabe, was die jungen Männer teilweise auf seine Seite zieht. Der Zauberer weiß genau, wie er das Gleichgewicht der Kräfte durch eine sehr gekonnte Mischung von rhetorischer Fertigkeit, zweisprachigen Witzen, Kartenspielertricks, aber auch durch Bosheit und Brutalität bewahren kann. Manchmal erzielt er andere Wirkungen bei Publikum, wie in der, in der rührenden und geisterhaften Komik der Szene mit Frau Angeleri, in der sich diese bereit zeigt, ohne weiteres mit Schipolla von der Bühne zu gehen, indem sie von den Augen des Zauberers wie gebannt zu sein erscheint, während er rückwärts schreitet wie beim Gesellschaftstanz. Das ist in der Tat eine komische Szene. Im Hin- und Hergezogenwerden des Publikums erkennen wir die beiden Pole des Freudschen Aufsatzes, Massenpsychologie und Ich-Analyse. Die stilisierte Erotik der von Schipolla über die Bühne geführten Frau Angeleri scheint sich auf die Zuschauer im Allgemeinen auszubreiten, sodass auch ihr Gatte zunächst nicht daran denkt, in das Geschehen einzugreifen. Erst in der allerletzten Minute ruft er seine Gattin mit Vornamen Sophronia zurück. Und da dieser Versuch nicht gelingt, bringt er wenige Sekunden danach die ganze Szene zu einem Schluss mit dem Wort Accidente, was so viel bedeutet wie verdammt. Trotzdem wäre es wohl erlaubt zu fragen, stand Frau Angeleri wirklich unter dem Bann der Hypnose? Oder hat sie in dieser Szene nur Theater gespielt? Das ist eine wichtige Frage. Was hier geschehen ist, bleibt unklar. Lässt mich jedoch an die okkulten Erlebnisse erinnern, die man bei Schrenck-Notzing in München erlebte. Bei diesen Seancen gibt sich man neutral. Er möchte zwar Schrenck-Notzing nicht beleidigen, aber gewisse Geschehnisse bei den Seancen geben ihm trotzdem zu denken.
Wie kommt es zum Beispiel vor, dass eine Schreibmaschine sich plötzlich in Gang setzt, wenn die Arme und Beine des Mediums fest gebunden sind? Im Gegensatz zu Frau Angioleri leistet Mario einen gewissen Widerstand gegen Spoiler, wie ich gesagt habe, indem sie Sachen Fragen möglichst sachlich beantworten. Bei Cipollas Versuch, seine eigene Überlegenheit zu bewahren, spielt die Gruppe der vorlauten Leute, der jungen Männer, eine bedeutende Rolle. Denn sie sind es gerade, die im richtigen Moment die vom Zauberer gesuchten Auskünfte zu geben vermögen. Aus diesem Grund schwingt Cipolla seine Reitpeitsche leicht in Richtung der Gruppe, damit sie nicht vergessen, dass sie in Wirklichkeit als sein Zappelkorb fungieren. Das heißt, ihn bei seinem Versuch unterstützen, neue Auskünfte zu enthalten. In diesem Fall geht es um den Vornamen des angeblich von Mario geliebten Mädchens. Zu Marios großer Beschämung ruft einer der besserwisserischen jungen Männer den Vornamen Silvestra auch. Doch Silvestra ist der Vorname von Marios Mutter, eine Wäscherin. Und Sie können da unten 5 Zeilen von unten auf dem Blatt, Manuskriptblatt, können Sie sehen, wie Mario Nussjunge sagt, denn Cipolla hat gefragt, und du hast Liebeskummer? No, Signore, antwortet Mario. Also Silvestra, wie gesagt, ist der Vorname von Marios Mutter, eine Wäscherin. Indem Mario also nun Cipollas Befehl ausführt, dem Magier so zu küssen, als wäre er Marios Mutter Silvestra, darf man noch einmal fragen, ob in dieser neuen Fassung der Erzählung Mario tatsächlich hypnotisiert ist. Ja, er führt den für ihn beschämenden Kuss aus, während Cipolla gleichzeitig unter dem Tisch sanft die Reitpeitsche knackt. Dann hört man 2 Schüsse aus der kleinen Pistole, mit denen Mario Cipolla ermordet. Kann es sein? Oh ja, jetzt sehen wir diesen unteren Teil des Blattes etwas deutlicher. No, Signora, antwortete, und dann gibt es ein paar Korrekturen da. Dann hört man 2 Schüsse, wie gesagt. Kann es sein, dass der groteske Kuss von Seiten Marios eine Art grausame Parodie gewesen sein könnte? Kann man so schnell aus der Vollhypnose erwachen und plötzlich ein Gewehr schießen? Es lässt sich schwer entscheiden, obgleich ich meine Vermutungen habe. Meine Damen und Herren, wir kommen allmählich zum Schluss. Mein Hauptargument wäre jedoch nicht komplett, ohne ein paar Bemerkungen zu den Felix Krull-Entwürfen aus den Jahren 1953 bis 1954, in denen man die Freudsche Vorstellung der Ich-Analyse mit neuen Verfeinerungen wiederbelebt. Wie schon im Zusammenhang mit Mario und der Zauberer angedeutet, handelt es sich in Freuds Aufsatztitel um 2 Pole, die, wie ich behauptet habe, für das Gleichgewicht der Kräfte sorgen. Mal hat die Massenpsychologie die Oberhand, mal schwingt das Pendel zu Seiten der Ich-Analyse. Ich denke hier an die Teile des Krull-Romanes, wo Felix, der während seiner Arbeit im Hotel über die Vertauschbarkeit der Menschen reflektiert, den Marquis Louis de Venoster vor einem Zwangsangebot von dessen Eltern retten möchte. Ein Zwangsangebot von dessen Eltern. Dieses Zwangsangebot hätte de Venoster zu einer längeren Weltreise verpflichtet.
in der Hoffnung, er würde durch die physische und räumliche Entfernung von seiner geliebten Zaza und er würde anderweitige Liebesinteresse entwickeln. Felix kommt auf den brillanten Gedanken, die Reise unter dem Namen des Marquis anzutreten. Eine zentrale Rolle hierbei spielt Felix' Fähigkeit, die Schrift anderer Menschen nachzuahmen. Dank dieser Fähigkeit wird Felix von allen Stationen der Reise Louis de Van Osters Kreditbriefe einlösen können. Er wird ebenfalls Briefe an die Eltern von Louis de Van Oster schicken können, um den Fortschritt der Reise zu belegen. Von dieser Idee ist Louis de Van Oster zunächst entzückt. Allerdings sieht er das Projekt von einer anderen Perspektive her als Felix. Denn anders als Felix glaubt Louis an eine grundsätzliche Beständigkeit des Ichs. Demgemäß behauptet Louis de Van Oster, er müsse sich verdoppeln, sich zweiteilen, damit ein Teil von ihm die große Weltreise unternehmen könnte, während der andere Teil in Paris bei seiner Freundin Zaza bleibe. Für ihn, das heißt Van Oster, wäre jedoch nur das Pariser Ich der eigentliche. Felix findet diesen Gedanken unangenehm, denn er hatte ja vor, selbst die Rolle des reisenden Marquis zu übernehmen. Um die neuen und oft genug abenteuerlichen Erlebnisse der Weltreise voll genießen zu können, würde es nötig sein werden, seine ganzen früheren Erinnerungen aus dem Kopf zu verbannen. Logisch würde das zu einem empfindlichen Verlust an Erinnerungen aus der Kindheit und der Jugend führen. Die schwerlichen Details, die Louis de Van Oster von seinen eigenen jungen Jahren erwähnt hatte, schweben Felix nur sehr vage vor Augen. Lustigerweise für uns als LeserInnen sind diese Erinnerungen mit Abbildungen vom englischen Castles, von englischen Schlössern verbunden, die Felix im Hotelrestaurant beim Abkratzen der Speiseresten gesehen hatte. Die Schlossbilder auf Porzellan gehören jedoch seinen eigenen Erinnerungen an, die er bei der Übernahme der Rolle des reisenden Van Oster abstreifen muss. Abkratzen und abstreifen gesellen sich hier übrigens zu einem sehr witzigen sprachlichen Paar. So sieht sich Felix vor eine logische Unmöglichkeit gestellt, denn die Schlossbilder auf Porzellan gehören auch ausgerechnet zu den abgestreiften Erinnerungen, die in seiner neuen Existenz als Louis de Van Oster keinen Platz haben sollen. Mit Recht betont Eckhard Heftrich, dass die späten Felix-Krudel-Entwürfe an diesem Rätsel streng genommen gescheitert wären. Abschließend möchte ich noch einmal betonen, dass es mir beim Thema Thomas Mann und die Massenpsychologie weniger um die Übertragung sozialpsychologischer Theorien geht, als um die Raffinesse, mit der Mann die gesellschaftlichen Erscheinungen seiner Zeit literarisch gestaltet. Die im Vortrag behandelten Textbeispiele sind subtiler und vielfältiger, als man zunächst denken mag. Diese Vielfältigkeit auszuarbeiten, scheint dem Romanschriftsteller Thomas Mann große Freude bereitet zu haben. Ihm gefiel es sehr, die komischen Passagen aus seinen Werken vorzulesen, sei es bei öffentlichen Lesungen oder im vertrauten Familienkreis. Wir haben vorher festgestellt, dass weder die Größe einer bestimmten Menschenmenge noch deren potenzielle Gefährlichkeit für die von Mann beobachteten Mechanismen verantwortlich sind. Impulse zur Ich-Analyse können von einem Medieninternat und eine Studentenfindung ausgelöst werden. Aber auch eine große Auffächerung möglicher Erlebnisse, wie die von Felix kaum angetretene Weltreise mit ihren vielen zu erwartenden Abenteuern, kann zur Ich-Analyse führen. In diesem Sinne
würde die Weltreise als Sequenz viele interpersonale Interaktionen dieselbe Funktion wie bei Freud die Masse ausüben, also als Auslöser der Selbstanalyse dienen. Wie diese Mechanismen genau funktionieren, ist in diesem Fall eine harte Nuss für die Leserin. Vor allem soll man festhalten, dass Manns Auge für das Komische der Selbstanalyse und seine Begabung, es in allen Varianten mit Elan darzustellen, zu einem unvergesslichen Genuss wird. Oder, wie Felix Kuss sagen würde, zu einer köstlichen Erfrischung. Ja, vielen Dank. Ich weiß nicht, ob jemand eine Frage hat oder ob... Lassen Sie mich mal den Dank aussprechen. Der Dank gilt Ihnen. Es ist sehr schade, dass wir in diesem Medium nicht diskutieren können. Aber ich möchte mich auf jeden Fall für diese, ich sage, mehr als köstlichen Erfrischungen bedanken, mit denen Sie gerade aufgehört haben. Eigentlich wäre das, was wir jetzt tatsächlich normalerweise hätten, dass wir nämlich jetzt zu einem Apero übergehen und dann informelle Gespräche führen könnten mit Ihnen untereinander, angeregt von dem, was Sie jetzt hier ausgeführt haben. Das ist uns leider jetzt verwehrt und das bedauern wir sehr. Ich fand diesen Vortrag extrem anregend. Ich hätte gerne weiter diskutiert, vor allem auch möglicherweise noch stärker in Richtung des Politischen, dieser Analyse der Massenpsychologie. Und es ist natürlich klar, dass bei Thomas Mann das Politische bei diesen beiden Texten nicht so vordergründig gebracht ist, sondern gewissermaßen hintergründig. Mich hätte auch interessiert, ob in dieser Reihe und Riege der Analytiker der Massenpsychologie in die zum Teil gerade auch in den USA rezipiert wurde in 30er Jahren, ob Wilhelm Reich da eine Rolle gespielt hätte mit seiner Massenpsychologie des Faschismus von 1933. Im Wissen, dass natürlich Wilhelm Reich ein Enfant terrible war, selbst innerhalb der Psychoanalyse und so weiter. Also Sie sehen, ich hätte jetzt allein ich viele Fragen und ich glaube viele andere hätten auch Fragen, aber wir müssen uns begnügen mit Ihren geleisteten Ausführungen, für die ich mich sehr, sehr herzlich bedanke im Namen aller. Und ich hoffe, dass wir dieses Gespräch, das jetzt so leider in diesem Medium nicht stattfinden kann, in irgendeinem anderen Form bei nächster Gelegenheit, wo wir uns begegnen, hoffentlich fortgesetzt werden kann. Vielleicht lässt sich sogar machen, dass Sie nochmal nach Zürich kommen, wenn sich dann Reisen wieder machen lässt. Also ganz herzlichen Dank und ich danke auch allen, die hier zugehört haben oder das noch im Nachhinein ansehen wollen und wünsche allen einen sehr schönen Abend. Ja, und Ihnen auch danke ich für diesen interessanten Vorschlag. Das lässt mich alles ein bisschen anders sehen im Falle der Weltreise. Das lässt sich durchaus überlegen, ob man das irgendwie nicht von umgekehrt herum betrachten könnte. Ich habe vielleicht etwas vorschnell aufgehört mit dem Gedankengang über das Abstreifen des Alten selbst. Wie gesagt, Gespräch ist in diesem Medium schwer zu führen, aber Sie sehen, es stünde im Raum und es bleibt mir nochmals zu danken. Ich weiß nicht, ob jetzt von der Technik oder irgendjemand noch ein abschließendes Zeichen gibt, dass es jetzt zu Ende ist, aber ich glaube, leider muss ich es in diesem Sinne so formulieren. Ich grüße Sie nach Harvard oder Cambridge und wünsche einen sehr schönen Tag dort. Wir haben hier schon fast tiefe Nacht.